Schön, dass ihr reinschaut. Auch heute wieder Hashtag zugehört. Diesmal mit dem Thema, über das man sagt, man spricht nicht drüber, nämlich das Thema Geld. Und das sind unsere Gäste. Hallo, mein Name ist Lex. Ich mache eine Ausbildung zur Zahntechnikerin und bin heute hier, um über Herausforderungen in der Ausbildung zu diskutieren. Mein Name ist Fabian Knorr. Ich bin Stuckateur im dritten Lehrjahr und ich bin hier, um mich mit Experten auszutauschen. Mein Name ist Anna Vogel. Ich bin Stuckateur im zweiten Lehrjahr und bin heute hier, um mich für die Belange der Auszubildenden einzusetzen. Mein Name ist Rainer Wolf. Ich bin der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Mittelfranken. Hallo, ich bin Ulrike Horneber und ich bin die Leiterin des Amtes für berufliche Schulen hier in der Stadt Nürnberg. Hallo, mein Name ist Jürgen Reck. Ich habe eine kleine Metzgerei namens der Dorfmetzger und ich bin heute hier für die Ausbildungsbetriebe. Hallo, mein Name ist Robert Oberfeld und ich bin die Stimme der Elternvertretung. So, jetzt wäre es super, wenn ich so eine Geldpistole hätte. Leider nichts da, aber es geht ums Thema Geld, um das Gehalt in der Ausbildung. Das ist natürlich auch ein ganz großes, ganz wichtiges Thema. Und ihr habt euch da Gedanken gemacht. Ja, haben wir. Also natürlich ist Geld immer irgendwie eine Rolle. Es spielt immer eine Rolle. Das ist einfach wirklich... Wir wollen aber nicht so viel darauf eingehen, eigentlich so direkt mit, wow, wir wollen unbedingt mehr Geld. Ja, sondern es geht tatsächlich darum, mit dem Geld, was wir bekommen, sind wir eigentlich relativ zufrieden. Mhm. Solange aber die Kosten andererseits nicht so steigen würden. Ja. Alle Unterhaltungskosten, wie Essen oder sonst was, es wird alles so viel teurer, selbst wenn wir uns irgendwas zu essen kaufen wollen, auch in Cafeterien oder sowas, es ist so viel teurer geworden. Wir kriegen so viel mehr als die Leute damals. Die Azubis damals haben so wenig bekommen, aber die sind klargekommen. Ja. Und wir jetzt, wir kriegen eigentlich so viel mehr, so muss man sagen, und trotzdem reicht es manchmal nicht. Ja. Das ist wirklich ein großes Problem. Man kann auch sagen, ja, wir wollen unbedingt mehr Geld, wie alle sagen, wir streiken, ja, wir wollen mehr Geld, was aber nichts bringt. Weil wenn wir mehr Geld bekommen als Azubis, dann müssen die Gesellen und die Meister und die Chefs auch mehr Geld bekommen, weil sonst ist es nicht mehr fair. Weil wir sind trotzdem noch in der Lernphase. Und wenn wir sagen, wir brauchen alle mehr Geld, dann steigt alles andere auch wieder. Weil man kann es ja nicht tragen, dass alle immer nur mehr Geld bekommen. Man müsste das Geld lassen, aber die wirtschaftlichen Kosten, die es gibt, Miete, Lebensmittel, alles Mögliche, was es gibt, einfach wieder runtersenken. Die sind in letzter Zeit so viel gestiegen, das ist so schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Vor allen Dingen, wenn man halt gerade alleine lebt. So, ich habe in meinem ersten Ausbildungsjahr 550 Euro brutto bekommen und eine Wohnung bei mir im Dorf fängt bei, die kleinste Einzimmerwohnung fängt bei 450 Euro an. Da habe ich noch nichts gegessen, da habe ich kein Internet, da habe ich keinen Strom, Gas, Wasser, kein gar nichts. Da kann ich meinen Sprit nicht von finanzieren, mit dem ich auf die Arbeit muss. Das geht halt einfach nicht. Und du wohnst aktuell auch alleine, oder? Nee, ich wohne alleine. Ja, die Anna wohnt alleine. Du merkst es. Ich wohne alleine und man merkt es. Also ich habe wirklich Glück. Wie gesagt, ich habe keine Probleme, sage ich mal so. Ich bin in einem sehr gut bezahlten Job. Stuckateur ist ja wirklich ein toller Beruf. Mhm. Ist auch gut bezahlt, muss man einfach zugeben. Ist aber auch ein sehr vielseitiger Beruf. Und ich muss trotzdem sagen, ich wohne alleine, ich tue meine Lebensmittel zahlen. Ich tue meine Zugtickets zahlen, weil ich noch kein Auto habe. Wenn ich ein Auto habe, muss ich das auch zahlen. Ich mache meinen Führerschein gerade und das ist wirklich, mit dem Führerschein ist es wirklich hart. Der Führerschein ist auch immer teurer geworden. Also wenn ich jetzt überlege, was ich zahlen muss für meine Fahrstunden, für irgendwas, ich kriege meinen Lohn, ich zahle alles von meinem Lohn, ich spare den auf meinem Konto und ich zahle alles davon. Aber wenn dann so eine Rechnung kommt für die Fahrschule, denkst du dir auch so, puh, also... Da ist schon mal alles Mögliche weg. Mhm. Also es ist wirklich sehr schwierig, aber ich will ja nicht sagen, dass ich zu wenig bekomme. Ich bin wirklich zufrieden mit meinem Lohn. Also ich persönlich bräuchte nicht mehr. Aber das für die Unterhaltung, es ist ja immer mehr, viel mehr Leute ziehen früh aus. Es gibt so viele Leute, die ziehen viel früher aus, die gehen irgendwo hin für ihre Ausbildung, so wie ich. Ich bin für meine Ausbildung weggezogen. Und es ist einfach schwierig zu unterhalten, wenn du in der Stadt bist. Ganz großes Thema. Mhm. München zum Beispiel, da kannst du keine Wohnung leisten. Ja. Als Azubi absolut nicht. Mit ihrem Gehalt zum Beispiel, ja, kannst du vergessen. Da ist ja dann die WG schon schwierig. Ja. Und das ist auch so ein Thema. Sie macht Zahntechnikerin. Jana und ich, wir machen Stuckateur und haben im Gegensatz zu Lex einen echt extremst guten, gut bezahlten Job. Ja. Sowohl Ausbildung als auch dann ausgelernt. Mhm. Ja. Warum kann man nicht das Ganze irgendwie mitteln, dass man sagt, okay, im ersten Lehrjahr ist ein Rahmen von so und so, im zweiten Lehrjahr von so und so, dass das alles nicht berufsspezifisch, sondern einfach
ausbildungsspezifisch. Ja. Dass es einen Ausbildungslohn für jede Berufssparte gibt, dass keiner mehr diesen Klassenunterschied, weil ich finde... In der Schule ist es auch offensichtlich. Ja. Du bist in der Schule mit eigentlich welchen, die selbes Lehrjahr, fast gleicher Beruf, Fliesenleger. Jetzt im ersten Lehrjahr bist du jetzt da mit Maurern, Fliesenleger, Stuckateur, sowas. Du bist in der Klasse und dann sagen die so, ja, ich verdiene das und das. Und dann sagt, ich verdiene das und das. Hey, wieso so viel? Hey, wieso so wenig? Und das ist einfach so eine Sache, da fühlst du dich auch selbst benachteiligt. Ja. Stellst deinen Betrieb in Frage. Wieso kriege ich von meinem Betrieb nicht so viel Geld wie andere? Ich mache den gleichen Beruf oder ich mache fast das Ähnliche und die kriegen so viel mehr. Und also das ist echt. Und viele entscheiden sich dann, obwohl sie vielleicht aus der Realschule gerade rauskommen, sich seit Kindheit auf vorgestellt haben, boah, Maurer, geiler Beruf, habe ich Bock drauf. Mhm. Und dann gucken sie sich aber im Internet an, das und das verdienst im ersten, das und das im zweiten und das und das im dritten. Ausgelernt bist du dann beim Stundenlohn von XY. Rauskommt du dann das und das, eigentlich habe ich dem nie mehr vorgestellt. Dann gucken sie sich andere Berufe an, was vielleicht überhaupt nicht das ist, was sie sich vorgestellt haben zu lernen. Ach, da verdiene ich mehr. Okay, dann tue ich meine Träume hinten anstellen und lerne lieber das, weil ich da mehr Geld verdiene, aber sind dann in einem komplett anderen Beruf und sind aber nicht so erfüllt, wie sie jetzt zum Beispiel als Maurer wären. Ja. Es gibt auch noch so einen Unterschied zwischen Industrie und Handwerk, was wirklich viel zu extrem ist. Also wenn du jetzt ins Handwerk, du willst ins Handwerk gehen, du willst mit deinen Händen arbeiten, du willst unter Leute gehen. Ist ja, im Handwerk ist es das, du gehst oft unter Leute, Bau zum Beispiel Bereich. Ich kann vom Bau bloß reden, ich kann von alles nicht reden. Ich liebe es, mit Leuten in Kontakt zu treten. Ich gehe auf verschiedene Baustellen, habe viele verschiedene Leute, habe immer eine andere Umgebung. Das ist das, was ich möchte. Das ist wirklich das, was ich möchte. In der Industrie verdienst du so viel mehr. Du hast zwar immer das Gleiche und das ist auch hat auch einen Grund, warum die Industrie mehr Geld gibt, natürlich, aber das geht einfach nicht. Du kannst nicht sagen, ich gehe in die Industrie, weil ich mehr verdiene, obwohl ich eigentlich was mit meinen Händen machen möchte, und zwar außen, außerhalb. Das ist halt einfach, das ist traurig. Ja. Das ist wirklich traurig. Das mit Beruf, eine ganz andere Berufswahl, ist ja auch noch ein schlimmeres Thema. Weil wenn du sagst, der Beruf ist das, du machst das bis dein Lebensende. Du kannst mittlerweile mehr Ausbildungen machen und wechseln und so weiter, aber du suchst dir den Beruf aus, weil du den möchtest, weil du jeden Tag auf Arbeit gehen musst und dann eigentlich auch möchtest, weil wenn du keinen Spaß daran hast, dann bringt es dir nichts. Und wenn du dann sagst, ich kann den Beruf, den ich unbedingt will, nicht machen oder ich muss was anderes suchen, weil ich damit nicht überleben könnte, das ist so traurig. Also das ist wirklich sowas von schade. Die Prioritäten setzt jeder junge Mensch für sich selber. Und das ist das Problem. Viele trauen sich das nicht. Das setzt aber jeder für sich selber. Aber das trauen sich so viele nicht. Aber da kann der Vater oder die Mutter hinreden, solange sie wollen. Wenn der sagt, ich will das machen, dann macht's das. Ja, natürlich. Er ist einfach so. Das ist ja auch der eigene Wille, auch die freie Entscheidung. Ne? Ja. Wir haben die freie Berufswahl. Und wenn der sagt, ja, ich gehe lieber in die Industrie Geld verdienen, da geht er in die Industrie. Da kann ich hinter beten an ihn, das ist dem auch egal. Ja. Und wenn der sagt, nee, Papa, ich will Fliesenleger werden oder ich will Schreiner werden, weil ich was mit meinen Händen machen will, dann kann ich sagen, ja, du, da verdienst aber nicht so. Dann sagt er, ist mir egal, ich will das. Das ist sein freier Wille. Und ja, natürlich. Das entscheidet jeder für sich selber. Aber das ist wieder das, was eben auch das große Thema ist. Die Welt wird immer teurer. Lebensmittel, Lebenshaltungskosten, alles wird immer teurer. Aber wenn man sich dann überlegt, okay, ich will ins Handwerk gehen und dann vergleicht mit dem, was man in der Industrie verdient. Man hat Bock, wirklich was mit seinen Händen zu schaffen. Man hat Bock, auf den Bau zu gehen, man hat Bock, Steine zu machen, egal was. Aber dann sieht, okay, das bekomme ich nur. Und dann aber das mit dem in der Industrie gleichstellt und da für die gleiche Zeit an Arbeit fast das Doppelte bekommt. Warum soll ich dann noch auf den Bau gehen oder ins Handwerk? Warum? Viele stellen trotzdem ihre Träume hinten ran. Ja, genau. Und dann gibt es so eine tolle Institution, die hergeht und sagt, ja, mir zahlen die Jahreskarte für die Lehrlinge nicht mehr. Die ist bisher immer gezahlt worden. Letztes Jahr wurde entschieden, okay, wir zahlen diese Karte nicht mehr, dieses 365-Euro-Ticket. Für die öffentlichen Verkehrsmittel. Genau. Mein Sohn, der kommt aus Weißenburg, der kann es sich nicht leisten, jeden Tag da hin und her zu pendeln. Und die Karte, die hat ihm ermöglicht, dass er halt auch in Nürnberg dann fahren konnte. Und die wurde einfach gestrichen. 365 Euro,
Das erzähl es mal dem Lehrling. Ja, genau. Ja. Genau das erzähl es mal dem Lehrling. Mach dem das mal plausibel, ja. Warum ausgerechnet jetzt dieser Zuschuss gestrichen wird. Und das ist ein ordentliches Loch, was da dann in deinen eigenen Geldbeutel ist. Ja, selbstverständlich. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Ja. Und dann sind wir halt wieder beim Thema, keine Ahnung, alleine wohnen oder sowas. Ja. Und dann fehlen dir auf einmal fast 400 Euro. Die du irgendwie brauchst für Essen, Strom, Gas, Wasser. Und man will ja an irgendeinem Punkt dann auch vielleicht anfangen, selbstständig zu sein, wenn man die Ausbildung anfängt, vielleicht auch mal alleine leben und nicht immer noch bei den Eltern. Aber dann ist es schwierig. Ne? Man kann es nicht leisten. Ja. Ja. Man kann es sich nicht leisten. Allerdings, was ich schon auch wichtig finde, sind so die Perspektiven. Es kann sein, beispielsweise Zahntechnik, es ist ein super interessanter Beruf. Ich glaube, ich muss mich schon, wenn ich mich für einen Ausbildungsberuf entscheide, auch schon, ich gucke aufs Geld wahrscheinlich, dass ich zumindest damit zurechtkomme. Es muss ja nicht das allerhöchste Azubi-Gehalt sein, die Ausbildungsvergütung, aber es muss so sein, dass ich in meiner Situation irgendwie klarkomme. Ja. Und ich muss Perspektiven sehen. Also selbst ich würde mal sagen, ich habe auch eine Ausbildung mal vor x Jahren gemacht, und da war mir schon auch wichtig, dass ich sage, so, und was mache ich denn nach der Ausbildung? Ja. Wie komme ich denn da weiter? Ja? Und da ist natürlich das Handwerk schon klasse. Also beispielsweise kann ich halt dann einen Meister machen und das ziemlich schnell. Und dann schaut die Sache schon wieder ein bisschen anders aus. Ja. Also ich glaube, das mischt sich so ein bisschen. Und gerade im Handwerk ist es schon auch die Option, wo stehe ich in 10 Jahren und was meines Erachtens momentan, gerade so in kleineren Betrieben, auch attraktiv ist, wenn ich den Meister mache und da wirklich weiterkomme. Momentan suchen wahnsinnig viele Betriebe auch mal wieder einen neuen Leiter, der viel drauf hat. Da muss ich natürlich wahnsinnig Expertise sammeln. Aber also das, glaube ich, muss man auch anschauen. Das ist mir ganz wichtig. Ja, oder auch die Chance der Selbstständigkeit. Ja. Ne, das ist ja auch wieder eine Option. Ne? Das habe ich in der Industrie nicht. Ja. Ne? Ja, natürlich. Ja. Aber da ist halt auch schon dieses Grundgehalt. Ja. Beziehungsweise da kannst du trotzdem auch, du kannst einen Industriemeister machen, du kannst zum Schichtleiter werden, du kannst zum Vorarbeiter werden, du kannst in die Chefetage aufsteigen. Das ist ja auch trotzdem auch wieder gestaffelt. Ja, klar. So, es ist ja nicht nur im Handwerk so, aber viele Betriebe, die können sich das teilweise auch nicht leisten, einen Meister zu unterhalten, weil ein Meister hat ein festgesetztes Gehalt. Der hat einen festgesetzten Stundenlohn und wenn die Auftragslage sich, was im Handwerk einfach jetzt aktuell so ist, weil besonders jetzt im Baugewerbe, wer kann sich heutzutage noch ein neu gebautes Haus leisten? Die Maurer werden arbeitslos, wenn die Maurer arbeitslos werden, werden die Stuckateure arbeitslos, wenn die Stuckateure arbeitslos werden, werden die Maler arbeitslos. Es ist ein ewiger Rattenschwanz. Ja. So, und irgendwann kann sich das keiner mehr leisten. Da werden wir wieder bei dem Thema Gesamtkosten, müssen niedriger gemacht werden. Ja, genau. Weil sonst geht es einfach nicht weiter. Da können sie alle nichts dafür. Ja. Wir können da alle nichts dafür. Ja. Das ist nicht von uns ausgehend. Mhm. Sie versuchen uns zu helfen mit den 350-Euro-Ticket, das haben sie alles vorgeschlagen, das ist super. Aber es geht um das Generelle. Alle müssen darauf achten oder sich dafür einsetzen, dass die wirtschaftlichen Kosten wieder sinken. Weil der ewige Kreis, wenn der immer weiter steigt, fallen wir immer weiter zurück. Und irgendwann geht es nicht mehr. Ja. Irgendwann hört der Kreis auf, dann bricht's. Und dann ist alles kaputt. Dann geht gar nichts mehr. Also die Prognosen sind ja schon andere, sage ich mal. Jetzt hat gestern die EZB nochmal den Leitzinssatz auf 4,5% nochmal um 0,25 angehoben. Das dämpft die Wirtschaftsentwicklung, ist eigentlich schlechter für die Wirtschaftsentwicklung, ist aber gleichzeitig ein deutliches Signal, dass die schon schauen, dass die Inflation gedrückt wird. Prognosen für nächstes Jahr liegen wesentlich tiefer, dass man, ja, es heißt, auf so zwischen 2-3% wieder käme, momentan immer noch über 6%. Ich glaube, im August war es 6,1% Inflationsrate hier in Deutschland. Also die versuchen schon von der Politik her genau das zu erreichen, dass das wieder in ein Normalmaß kommt. Ja. Mal sehen, ob es klappt. Hoffentlich. Ja. Also das ist wirklich ein großes Thema. Ja. Wie gesagt, wir lieben unsere Berufe, wir machen es auch super gerne, aber es ist wirklich mit dem Geld, ist es manchmal wirklich kritisch. Mhm. Also ich merke es besonders natürlich, andere natürlich auch. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt ein Problem bin, nur weil ich alleine wohne, aber es gibt viel, was ich auch höre, wo sich viele wirklich beschweren, weil sie sagen, das geht so nicht. Es gibt auch viele, ich kenne auch viele, die machen eine Ausbildung, die sie lieben. Kfz zum Beispiel. Machen so viele gerne mit Autos, Schrauben. Und dann sind sie im zweiten Lehrjahr und denken sich so, das geht so nicht. Mhm. Ich kann so nicht leben. Ich kann meinen Unterhalt so nicht weiterzahlen. Ich will vielleicht ausziehen. Ich habe eine Freundin, mit der will ich rausziehen, damit ich halt mit der zusammen wohne. Und dann ist es wieder so, ich kann die Kosten nicht decken, wenn ich hier weiter bin. Und dann müssen sie Betrieb wechseln, einen Beruf wechseln und fangen als, keine Ahnung, Fliesenleger dann an, weil sie da mehr verdienen.
Und das ist wirklich, also, man ist traurig. Man muss dazu sagen, also es ist natürlich nicht einfach. Ne? Also nein, ich finde jetzt auch, es ist extrem, wie quasi teilweise auch die Lehrlingslöhne auseinanderklaffen. Mhm. Ich kann jetzt bloß immer für Metzger sprechen. Ich glaube, wir sind da im oberen, unter den ersten 10 sogar, während der Ausbildungsbetriebe, Ausbildungsberufe vom Lehrlingsgehalt. Also das, was jetzt du gerade gesagt hast, was du verdienst als Zahntechniker, magst du, ne? Ja. Genau. Was dann mein Lehrling im ersten Lehrjahr verdient. Also das ist tatsächlich ein krasser Unterschied. Ja. Man muss aber ganz einfach, ich versuche das immer ein bisschen, wenn ich in die Schulen bin, so zu erklären, dass man quasi irgendwie, ich erzähle mal wegen meinem Werdegang. Also mir ist es genauso gegangen. Ich habe einmal, ich glaube, 400 Mark verdient. Ja. Oder 380 oder irgendwie so. Und aber wie waren damals die Lebenshaltungskosten? Was hat klar, klar niedriger. Ne? Ich meine, wir kennen jetzt mit der momentanen Wirtschaft, da können wir jetzt alle, wenn wir da sind, nichts dafür. Ja, ja, nein, da geht es uns genauso. Also, ja. Wir wollen auch nicht auf die Betriebe losgehen und wollen sagen, ey, wir wollen mehr Geld oder sorgen wir dafür, dass wir besser leben können, sondern das würde ich, dass wir alle zusammen dafür wirken müssen, dass es wieder runtergeht. Weil wir sind ja alle betroffen. Ist klar, ja trotzdem so. Dass das mit der Wirtschaft momentan nicht einfach ist, das wissen wir. Mhm. Ja, und mit der Inflation, also da kann man alle ein Lied davon singen. Also ich genauso wie ihr alle. Wir gehen einfach alle weinen. Nein, kannst jetzt nichts. Also wir haben das nicht in der Hand. Also wir müssen halt weiter kämpfen. Also du musst als Betrieb kämpfen, ihr müsst als Azubis kämpfen, meine Mitarbeiter müssen als meine Mitarbeiter kämpfen, dass sie ganz einfach das haben. Für uns war das ein schwieriges Jahr. Also ich habe meinen Betrieb jetzt seit 12 Jahren. Ich habe den gegründet. Ich hatte keinen Betrieb, also ich habe den gebaut und habe ihn gegründet. Ich hatte jetzt in dem Jahr quasi das schwierigste Jahr seit meiner Gründung. Also die ersten 3 Jahre waren hart. Na gerade, weil ich auch energieintensiv sind. Ne? Ja, wir zahlen mittlerweile das Doppelte an Strom. Und du hast natürlich auch Zuckerartikel. Also ich nehme jetzt bloß einmal einen her. Nimmst du mal dann so einen Eimer Mayonnaise. Mhm. Den haben wir mal gekauft zwischen 13 und 17 Euro, je nach Angebot. Jetzt kostet er zwischen 27 und 35. Krass. Also das Doppelte. Das betrifft jeden. Dann haben wir ungefähr 40% Preissteigerung im Einkauf im Fleischbereich. Das kannst du eigentlich nicht weitergeben. Weil wenn du jetzt sagst, halt so doch, ich mache mal mein Wurst oder mein Fleisch um 40-50% teurer, dann sagt der Kunde irgendwann, und du ums Eck, sagt er, naja, ich kann mir jetzt mein Leberkäsebäckler nicht mehr leisten für meine Brotzeit. Ja. Oder, es ist auch so. Ja, genau. Und so ist es irgendwo freilich ein Rattenschwanz, den wir jetzt eigentlich nicht steuern können. Mhm. Ja, also das ist ganz einfach die Politik dafür verantwortlich, dass wir den Politik steuern. Mehr. Und ich kann immer sagen, ich wusste im Kindergarten schon, dass ich den Beruf lerne. Also ich habe keine Berufsberatung und nichts braucht. Wenn ich in der Schule gebe, dann versuche ich denen immer meinen Werdegang zu erzählen. Also ich habe meine Ausbildung gemacht, ich bin dann noch ein bisschen auf Wanderschaft gegangen, das kann ich jeden Handwerkslehrling oder Azubi oder Ausgelernten dann eigentlich quasi bloß ans Herz legen, dass er einfach mal wegen andere Betriebe und so kennenlernt und sich dann ganz einfach weiterbildet. Ja? Weil irgendwann ist dann ganz einfach der Unterschied zum ausgebildeten Handwerker oder auch Handwerksmeister oder Betriebsinhaber vielleicht auch mal zum Industrie nämlich nicht mehr so aggravierender Unterschied. Ja. Und wenn man teilweise, gut, die Medizinberufe, da nehmen wir mal den Arzt her, wenn du einen Assistenzarzt halt im Krankenhaus hast und du ein ausgebildeter Facharbeiter bist, dann bin ich mir jetzt doch nicht so sicher, wer da jetzt recht viel mehr verdient. Ja. Das muss man jetzt ganz einfach an der Stelle mal sagen. Aber das ist jetzt leichter gesagt als gemacht. Ja. Ich habe auch mal eine Lehre machen müssen, habe mit meinem Mini-Lehrlingslohn zurechtkommen müssen. Ja. Ich habe das Glück gehabt, ich habe da Handbund, also Ich habe mal die Miete gespart. Ja, das muss man ganz einfach ehrlicherweise sagen, wenn du jetzt sagst, du ziehst weg, weil du den Beruf lernen willst, ist natürlich ein schwieriges Feld. Wenn man vom Elternhaus nicht irgendwie unterstützt wird, glaube ich das sicher. Ne? Aber wenn man was gern macht, dann nimmt man vielleicht auch mal die 3 Jahre Lehre auf sich und sagt, ich ziehe das jetzt durch und entwickle mich ganz einfach. Ja. Also das kann ich an jeden jungen Menschen eigentlich bloß an die Hand geben, dass man sich ganz einfach weiterbildet und dass man was draus macht, was man gern macht. Ja? Und freilich verdient der in der Industrie oder wie du jetzt gesagt hast, vielleicht im Moment mehr, aber wer weiß, was in Anführungszeichen 10 Jahren ist. Ja? Irgendwas, was gerade eben so zwischendrin mal durchgeklungen ist, was glaube ich tatsächlich aber ein Problem ist, warum zahlen wir weniger als die Industrie eventuell? Ne? Das liegt am Ende für mich an vielen Stellen auch daran, ne, jetzt wenn ich mir die mittelfränkischen Zahlen anschaue, der durchschnittliche Handwerksbetrieb in Mittelfranken hat 6 Mitarbeiter. Also wir haben 22.000 Betriebe, 125.000 Beschäftigte roundabout, wenn man es ein bisschen rundet. Und das ist genau das. Ne? In der Industrie hast du halt dann mal wegen 5 deutsche Automobilhersteller. Das heißt, es ist ein ganz anderes Konkurrenzverhältnis. Ja. Ne? Und das ist das, was wir, glaube ich, im Handwerk, also was ich mir fürs Handwerk
wünschen würde, dass das nicht einfach ist, ist mir alles klar. Und da bin ich jetzt vielleicht auch ein bisschen hoffnungsloser Fantast, aber ein bisschen träumend darf ich auch noch. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir im Handwerk irgendwann mal das Selbstbewusstsein bekommen, durch die Bank. Wir wissen, was unsere Arbeit wert ist. Und wir lassen uns nicht von denen, die praktisch immer wieder nach unten abweichen, davon abbringen. Aber deswegen sage ich, ich weiß, ich bin der Fantast. Es wird immer wieder einen geben, der es noch ein bisschen billiger macht. Ne? Aber das ist unser großer Nachteil an der Stelle. Und deswegen kommen wir da auch am Ende wahrscheinlich schwierig weiter. Blöd ist da natürlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Gott, der Sohnemann wohnt noch daheim. Der wohnt zu Hause, ja. Der sitzt oben unterm Dach und zählt seine Scheine und dem ist jetzt völlig egal. Der muss nichts abgeben, dem geht's. Der sagt, ich verdiene doch mal Geld, was soll ich. Es läuft dann halt. Der, wenn jetzt hier sitzen wird sagen, ich weiß gar nicht, was ich für ein Problem habe. Bleibt zu Hause, lernt euren Beruf, bleibt zu Hause so lange und geht dann auf. Ja. Es läuft dann halt auf Unterstützung durchs Elternhaus letztlich raus. Und dass das einem jungen Menschen irgendwann mal die Nase hochgeht. Unterstützung gibt es ja immer. Das wird trotzdem so, aber trotzdem bist du ja auf dich allein gestellt. Ja, man will ja irgendwann mal auch mal auf sich allein gestellt sein. Ja, 200 Kilometer weggezogen, heißt mal schnell zu Mami gehen, ist halt nicht. Gibt es halt nicht. Und das ist halt wirklich so. Es gibt schwierige Zeiten, es gibt auch wieder gute Zeiten, aber es ist halt immer, du bist zu weit weg, um mal schnell zu sagen, ach, helf mir doch mal. Du bist auch nicht, ich muss einkaufen, ich habe kein Auto. Ja. Ich habe meinen Vermietern, aber wenn das nicht wäre, was soll ich denn machen? Ich bin in einem kleinen Dorf, außenrum ist Wald. Zweimal am Tag fährt ein Bus und ist um 6:30 und 7:30. Aber hey, zweimal am Tag. Ja, mal früh, nachts eher. Und dann ist halt, wie komme ich weg? Hätte ich jetzt meine Familie nicht, die so toll sind, dann hätte ich auch wieder ein Problem. Es hat wirklich, es ist so schwierig, da wirklich was zu machen. Du hast zwar in der Stadt hast du Anbindungen, aber da ist viel zu teuer. Und am Dorf hast du es vielleicht billiger, aber die Anbindungen sind halt nicht da meistens. Ja, und in der heimatlichen Umgebung gab es da keine Möglichkeit, den Beruf zu lernen. Es gab keine Stuckateurbetriebe. Und die Möglichkeit, hier in diesem Raum Stuck zu machen, ist wesentlich höher als bei mir, wo ich herkomme. Und ich bin wirklich in dem Beruf wegen dem Kreativen. Ich liebe die Kreativität an dem Beruf, ich liebe Stuck, ich möchte das alles können. Und die Möglichkeit, einen Stuckauftrag zu bekommen, ist hier einfach wesentlich höher als da, wo ich herkomme. Und es gab nur einen potenziellen Betrieb und das wäre Familienbetrieb und das ist auch wieder blöd. Und deswegen habe ich mich entschieden, wegzugehen. Okay. Aber Fakt ist, und ich finde, das merkt man bei dir und das merkt man auch bei euch sehr schön, du liebst deinen Beruf so sehr. Ich liebe das meinen hast Beruf. Du hier auch mal schon gesagt. Das finde ich echt richtig schön zu hören. Und klar soll Ziel sein, dass man von seinem Beruf leben kann. Und Ulrike hat es ja vorhin auch so schön gesagt, dass man vielleicht so ein bisschen in die Zukunft schaut. Wie will ich später mal weitermachen oder wo will ich hin? Auf jeden Fall. Und ich glaube, wir machen jetzt Brotzeit, weil ich habe gehört, der Jürgen hat was dabei. Ja. What? Geil. Ja, voll. Sollte klappen.